Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider. Wir schauen uns weiter hier oben auf der geheimnisvollen Insel, bei der wir sind, ausweichen. Nein. Ja, mehr als Y drücken kann ich nicht, ne? Also so ganz doof bin ich auch nicht. Wenn da Y steht, dann drücke ich das, aber... Dann kann ich den ganzen Senf ja nochmal machen. Das freut mich natürlich nicht. Blöd. Stirb doch einfach. Töten geht nicht. Geht das wenigstens? Ach, das geht jetzt sogar mal. Mensch, hey. Ich krieg das nicht hin. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Shit. Er ist bestimmt hinter... Ah, er ist hinter mir. Wie. Bin hier bestimmt voll vor seiner Nase. Komm. Oh Gott. Ich bin zu blöde zum Jagen gerade. Echt. Ist immer noch nicht tot, ne? Bist du jetzt endlich mal tot? Das aber immer noch. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Das war echt schlecht gekämpft. Vor allem, ich habe jetzt bestimmt irgendwie eine Stunde gerade nicht gespielt oder so. Hatte das Spiel noch offen, so dass ich direkt weitermachen konnte vom letzten Mal. Und denk mir gerade so, ja, jetzt läufst du erstmal ein bisschen rum, kommst erstmal wieder rein, zack, gleich wieder die Wölfe vor der Nase. Das ist nicht so schön. Ich erinnere mich noch, dass hier so ein Ding hängt. Deswegen schieße ich das auch gleich ab. Wenn ich diese blöden Totems sehe, dann schieße ich sie ab. Und ich weiß, dass unter dieser Brücke halt einer hängt. Daran konnte ich mich noch erinnern. An die Wölfe nicht. Die habe ich verdrängt. Ja, komm. Gib mir ein bisschen Zeit. Noch ein Schrein. Gib mir ein bisschen Zeit, dass ich da in das... Wen beten die wohl an? Dass ich in das, Kämpfen reinkomme. Ich brauche da ein bisschen Übung. Und wenn ich Let's Play, bin ich immer auch noch ein Stück nervöser. Nein! So, es ging schon ein bisschen besser. Ich sage, gib mir ein bisschen Zeit. Wunderbar. Gott, jetzt höre ich an jeder Ecke schon Wölfe, ganz ehrlich. Ja, hier ist eine Menge Zeug. Aha, da ist der Typ, den wir suchen. Gehen wir mal an das Lager. Dazu sagt sie aber anscheinend nichts. Uralt, aber der Mechanismus, der wurde erst kürzlich gebaut. Ja, wunderbar, gut. Ich, was soll ich sagen? Wir sind halt noch nicht so weit. Aber wir haben ein neues Lager gefunden. Ist denn hier noch... Oh ja, ja, hier ist was. Ist das hier? Du hast doch dein neues Werkzeug. Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Ja, das kommt noch. Das kommt noch, auf jeden Fall. Boah, ich habe bestimmt noch nicht die Umgebung komplett angeguckt, aber gehen wir mal zu dem Typen hin. Brauchst du noch Pfeile? Nee, wir haben genug. Habe ich jetzt schon mehrmals ausprobiert, wahrscheinlich. Da. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie.
Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Kann man das Rad nicht einfach so drehen? Können die da nicht einfach so dran drehen an dem Rad? Naja, gut, okay. Wir wollten ja sowieso die Gegend noch weiter erkundigen. Er befasst sich dann weiter derweil so. Ist hier was in der Ecke? Ah ja, so übe ich noch so ein bisschen, ne? Das Kämpfen und tralala. Alles, was so dazugehört. Ist hier in den Büschen was? Nee, da kann ich nicht hin. Oh, da tut sie sich sogar weh. Das ist nicht gut. Mal wieder ein bisschen Fleisch. Gefällig. Ja. Haut ab! Oh, sie schießt einfach nicht schnell genug. Das ist das Problem. Seid ihr? Da! Ja, jetzt geht das wieder los. Ah. Na komm. Kommt ihr mir vor die Linse? Oh, jetzt. Blödes Vieh, echt. Ich habe hier irgendwelche komischen Bären gefunden. Von der Brücke aus kann ich eigentlich ganz gut sehen, aber... Echt, diese blöden Wölfe. Wenn die zu zweit kommen, dann wird es immer... So, das müsste reichen. Reichen? Wofür denn? Ich passe schon auf hier. Ich liebe übrigens Pfeil und Bogen. Also wenn ich eine Waffe, dann Pfeil und Bogen. Mag ich echt super gerne. Aber auch wenn ich Tomb Raider liebe und das alles, heißt das nicht, dass ich... Ich habe nie gesagt, dass ich so die super Spielerin bin. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Gibt's hier was zu entdecken? Nix weiter. Manchmal zwei von drei No-Masken gefunden. Aha, okay. Ja, wenn es was zum Entdecken gibt, dann weiß ich auch nicht. Habe ich hier, glaube ich, jetzt genug rumgedreht? Dann weiß ich auch nicht. Oh, sogar schon 2 von 3 Reliquien. Fehlt nur noch ein. Aber ich glaube, das Gebiet müssen wir echt dann noch ein bisschen durchforsten. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Die machen mich total nervös, wenn die auf einmal immer so auftauchen. Höre ich nicht schon wieder was? Ja. Da ist nämlich auch noch so ein Ding. So, das müsste reichen. Wo reichen? Wofür denn? Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht.
Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Ich mag die Sam echt gerne. Die ist für mich sehr sympathisch. Und wir haben auch schon 3 von 7 Dokumenten gefunden. Ich hoffe, wir finden noch mehr. Das wäre jedenfalls sehr, sehr schön. Diese Dinger können wir anzünden, wenn ich eine Fackel hätte. Habe ich aber gerade nicht. Was war denn das für ein Gequietsche gerade? Weiß ich nicht. Ja, aber wir können diese Statuen entzünden, aber... Kann ich? Ach, ich kann sogar. Ich weiß nicht, wo sie immer auf einmal diese Fackel her hat. So, machen wir die mal an. Tada! Oder auch... Mal sehen, ob ich die Axt wieder hänge. Nicht. Es gibt auf jeden Fall später so eine Statue, die man anzünden kann. Aber, naja. Die war es nicht. Merke ich gerade. Was haben wir hier? Jetzt kann ich da hinspringen. Wozu ist das gut? Dass so schlau ist, hier jetzt bei den Wölfen mit dieser Fackel rumzurennen. Aber naja. Ich erkunde halt einfach mal die Gegend, damit wir auch wirklich schön die Sachen finden und so. Ich laufe hier so ein bisschen kreuz und quer, ich weiß. Bisschen verwirrend. Selbst für mich. Wo führt mich der Weg hier nur gerade hin? Nein! Ach, immer diese Anspannung bei den Wölfen. So, das waren jetzt die beiden wieder. Sehr schön. Ach, endlich habe ich sie besiegt, diese Viecher. Ich meine, ich finde Wölfe total toll, aber es ist klar, in so einem Spiel kommt man nicht drum rum, die zu töten. So, über den Baumstamm bin ich, glaube ich, auch schon mal gegangen. Wie sieht's jetzt aus, so mit... Finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade durch die Achse. Ach, und dafür brauche ich nämlich auch die ganzen Sachen. Und deswegen sagt sie auch immer, es ist ja jetzt genug. Nein, wo kommt der denn noch hin? Und, oh nein. Nein. Oh Gott. Wo kommen die denn auf einmal? Da denke ich, ich habe den gerade besiegt. Und dann kommen gleich wieder neue. Unglaublich. Haben wir es dann mal mit den Wölfen hier? Mein Gott, sind das viele. Ein ganzes Rudel. Das ist krass. Ich habe jetzt genug Upgrade-Gedöns, hoffentlich. Geh mal wieder nach oben. Ich glaube, da kommen wir her. Ja. So, ab zu unserem Lager. Das soll uns helfen. Da können wir Upgrades durchführen. Hä? Was bist du denn? Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Gerne. Gerne, gerne, gerne. So. Unsere Axt ist jetzt quasi verstärkt. Ja. Die kann man hier ja auch wunderbar angucken und so. Haben wir gesehen, haben wir verstärkt, haben wir gemacht. Können wir noch mehr machen? Nö. Wir könnten aber bei den Fähigkeiten etwas noch machen. Sehe ich gerade. Jäger-Upgrade. Überleben-Upgrade. Was gibt's denn hier so? Wir könnten verbessertes Bergen machen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Oder wir könnten... Sicherer Schuss, sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Das mache ich mal. Haben Sie aufgeladene Bogenschüsse doppelt so lange? Ja, ja, ich soll die natürlich halten, aber manchmal, wenn keine Zeit ist, dann denke ich mir, nö. Lieber 2 Schuss daneben und einer sitzt dann, als dass ich da wieder... Oh, ich renne ins Feuer, ne?
als dass ich dann das nicht gebacken kriege. Ja. Soll's losgehen? Ja, ich glaube schon. Doktor. Dann leg los. Dann dreht mal. Ich denke mir ja, man hätte auch vielleicht so am Rad drehen können. Aber bevor die beiden am Rad drehen, drehen wir so, wie sie am Rad drehen wollen. Hö. Ich will da aber eigentlich noch gar nicht durch. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr zurück, oder? Das ist ja blöd. Frauenabbildung auf dem Tor. Ich will da noch malen. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Lass uns weiter. Dann finden wir aber ja gar nicht mehr Sams Dokumente, Himiko, oder? Hatte zweifellos großer Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ja, schade, dass ich nicht mehr zurück kann, wie gesagt. Dann hätte ich das gewusst, dass ich jetzt hier nicht mehr zurück kann. Dann wäre ich da noch ein bisschen rumgelaufen, um alles zu finden. Ich weiß, das alles ist eine traumatische Erfahrung. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно сухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружите! Окружить! Только попробуй рыбу. Почтите их! Wahnsinn, okay. Deckung, Deckung, Deckung. Gehen Sie. Ganz hier ruhig bleiben. Wo denn? Wow. Okay, ich muss aufpassen. Das ist meine einzige Chance hier, glaube ich. Wie kann ich denn. Kann ich hinter ihm her? Wo kann ich denn hin? Hallo? Okay, da vorne. Wie sieht's aus? Weiter. Oh Gott. Wo kann ich lang? Oh Gott. Lauf da lang. Wir haben sie. Oh. Ich dachte, ich muss nach links. Oh, oh krass. Ja, ich dachte, ich kann da nach links schnell huschen, aber da stand er auf einmal vor mir. Ups, ups. Das Ganze nochmal aufpassen. Klar, der ist ja auch nach links gegangen. Aber ich dachte, er ist da weiter hinten irgendwie. Was mache ich denn jetzt? Geradeaus wieder. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und da rein. Da rein. Diese Gruppe hat es echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir töten mal. Ja, okay.
Oh oh. Nichts. Hier ist alles klar. Such weiter den Berg in Richtung. Че, думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я все... Was soll ich denn machen? Hä? Was war das für ein Symbol? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Hä? Was wollt ihr von mir? Ja. Nochmal das Ganze. Hat wieder nicht geklappt. Arme Lara. Und ich bin schuld. Hey, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Ja. Komm. Я всем тебя. Она тоже была порадочной стервой. Эй, ich drücke mal Y, das geht nicht. Blödes leck mich Spiel. Wegen mir stirbt sie immer und ich will das gar nicht. Drück die ganze Zeit Y, es geht nicht. Jetzt komm schon. Ich will mich nicht blamieren. Lecker, lecker. Fertig. Den Schuss muss doch aber jemand gehört haben. Hat den Schuss keiner gehört? Wo sind denn die ganzen Wachen? Halbautomatische Pistole, das ist ja wunderbar, aber wo sind die ganzen Wachen auf einmal hin? Ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier hoch und sehen uns im nächsten Part von Tomb Raider. Und Entschuldigung für die ganzen Quicktime-Fails. Ich lauf mal hier. Geh mal hier schnell rein. Kann man das? Nee, kann ich nicht. Ich bleib mal kurz hier, damit ich reden kann. Ja, Entschuldigung für die ganzen Fails. Das tut mir leid. Passiert. Entweder ich drücke immer zu früh Y oder zu spät oder so. Und ja, egal. Wir sind jetzt weiter und wir sehen uns dann. Bis dann.